wunderbaren guten Morgen. Heute ist Freitag. Es ist wunderschön hier wieder beim Meissnerbankl. Das Meissnerbankl rieft und wir sind wieder da. Es ist ein blauer Himmel und ich weiß es eigentlich nicht mehr, wie ich es soll präsentieren in der Meissnerbankl. Es ist wunderschön. Es ist für mich heute nicht Freitag, sondern heute ist für mich Freitag. Heute habe ich wieder einen super netten, sympathischen, interessanten Gast. Und es ist eine Frau. Und deswegen fangen wir gleich an. Und ich möchte sie euch vorstellen, mein Gast. Und das ist die Angelika Meyer-Fischneller. Hallo Angelika. Hallo Claudio. Morgen. Grüß dich. Hallo. Grüß dich. Mir freut es voll, dass du da. Das ist schön, dass du gesagt hast, ich komme und mache das mit dir. Danke Claudio. Ja. Ich bin mir auch voll über die Einladung gefreut. Was mir bei dir gefällt, ist, wenn du. Wenn wir uns treffen, du lachst halt, wenn du mich siehst. Nein, ich lache grundsätzlich, glaube ich. Ich bin schon jemand, der lachend durchs Leben geht und nicht leider lacht, wenn ich dich sehe. Ah, okay. Genau. Ich bin der Meinung, dass es einen wesentlichen Unterschied für sich selber macht, ob du mit dem Mundwinkel nach oben oder nach unten durchs Leben gehst. Und insofern bevorzuge ich, mit dem Mundwinkel nach oben zu gehen. Schön. Das in der heutigen Zeit ist... So wie das Wichtigste, oder? Ja, absolut. Ja. Absolut. In so Backel am Rolle zu tragen. Genau. Und wie gesagt, die Herausforderung kriegen wir auch. Und es ist eben die Frage, wie man sie meistert. Ja, Angelika, ich habe dir versprochen, ich werde dich da nicht massakrieren mit meinen Fragen. Das klingt schon gut. Ja, aber wenn ich gleich anfangen möchte, nachher fange ich mit der Frage an. Wie siehst du das? Lebe deinen Traum oder träume dein Leben? Na, absolut. Lebe deinen Traum. Ich habe so oft in meinem Leben auch die Buchseite umgeblättert, um eine neue aufzuschlagen. Und ich glaube, wenn wir wirklich das kurze Leben, das wir haben, ich sage mal, bereichert und lehrreich leben wollen, nachher müssen wir unbedingt versuchen, in so einem Traum zu leben und umzusetzen. Ja. Umzusetzen, was man sich wünscht. Genau. Nicht? Und dafür bedarf es auch Mut. Genau. Ja. Bei meinen Gästen, ich sage es halt wieder, es sind spezielle Gäste, es sind nette Gäste. Und ich frage allem, weil ich kenne die ja schon lange, aber wer ist eigentlich die sympathische Angelika? Du, ob sie jetzt sympathisch ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich beurteile das deswegen. Claudia, wenn du mich vor ich sage mal 30 Jahren gefragt hast, oder 20 Jahren, dann hätte ich da gesagt, die Angelika macht das und das und das. Und irgendwann im Leben habe ich dann entschieden, dass ich nicht so, wer ich beruflich bin, sondern einfach, wer ich bin. Und das ist das, was, glaube ich, das Wichtigste grundsätzlich ist. Ich glaube, ich bin eine, die sehr traditionsverbunden ist, also sehr heimatverbunden ist. Ich habe ja viele Jahre im Tourismus war und dafür schlägt mein Herz auch noch. Ich bin jemand, der sehr herzlich ist, spontan ist, nicht allem ganz diplomatisch ist. Also das wirft man mir einerseits manchmal vor, auf der anderen Seite schätzen sie die Meinung, weil ich nicht lange umrede. Ich bin trotzdem, ich glaube, sehr sozial und auch sehr empathisch. Das, und mutig. Mutig, sehr. Klingt ein bisschen hitzig, aber die kleinen Leute sind alle eher mutig, gell? Ja, trifft jetzt ja. auf manch Anwesendem zu. Genau, so wir haben die gleiche Größe. Man sagt ja, man muss nicht groß sein, um groß zu sein. Ja. Zur nächsten Frage. Was war ein Wort in deinem Leben, was dich geprägt hat? Für mich klingt es jetzt schon fast langweilig, wenn ich schon wieder das bringe, aber definitiv Mut. Mut? Ja, Mut. Mut. Ob es gehört? Ich will nicht predigen, aber Mut braucht es halt auch, gell? Ja. Überhaupt noch mehr als wir früher und authentisch selber sein, was man eigentlich ist. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man allem bei sich selber ist und versucht eben nicht in andere Rollen zu schlüpfen, sondern dass man allem sein kann, genau, sein kann, was man ist und auch wer man ist. Mhm. Schön. Und dann fühlt man sich auch am wohlsten. Ja. Ja. Jetzt kommt genau die Frage auf das haben. Was magst du lieber, wenn die dir ein Mann ein Kompliment macht oder eine Frau?
Das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, es kommt allem darauf an, wie das Kompliment ist. Ich meine jetzt das im Arbeitsleben, weil man ja im Arbeitsleben eher ein bisschen eine Männerwelt ist. Deswegen ist oft. Und wenn, so, wie soll ich das erklären? Ich sehe dich als Powerfrau in einer Männerwelt, wo du die musst halt allem, wie du gesagt hast, bist nicht, oft einmal nicht diplomatisch und du musst sagen, was du denkst, um dass du halt auch wahrgenommen wärst oft im richtigen Moment. Also ich kann dir darauf nicht die Entweder-Oder-Antwort geben, ja. Weil ich glaube, ausreichend emanzipiert zu sein oder so emanzipiert zu sein, dass ich glaube, auf die Art des Kompliments es drauf ankommt und nicht, ob das jetzt eine Frau sagt oder ein Mann sagt. Ja. Und ich denke, es ist allem der Inhalt und der Kontext im Gesamten, was es ausmacht. Ja. Du wärst mal, Entschuldigung, Angelika, wenn ich dir eine Frage stelle, aber du wärst noch drauf gekommen, wieso ich dir die gefragt habe. Klingt gefährlich. Ja. Was ich noch wollte fragen, frage ich die Frauen allem gern, wieso heißt es hinter einem erfolgreichen Mann steht eine doppelte erfolgreiche Frau? Ich denke, es geht darum, den Mann den Rücken zu stärken in seinen Entscheidungen. Und wenn man natürlich die Möglichkeit hat, sich mit ihm auszutauschen, ihm ein paar neue Blickwinkel zu eröffnen, sodass er einfach mehr Facetten reflektieren kann. Mhm. Aber es geht darum, dass man wirklich sagt, ich stehe hinter deinen Entscheidungen. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt. Und der Mann braucht es. Ja, eben. Mein Mann. Nein, ich denke ja, es geht schon darum, dass man sich gegenseitig allem auch die Grenzen aufzeigt, ja. Und auch ein Moment sagt, finde ich das schon so gut? Oder eher als Coach unterwegs ist, als dann Berater oder Kritiker, so darf ich es jetzt einmal nennen. Ja. Glaubst du, die Frauen denken ja mit zwei Gehirnhälften, oder? Auf was bist du jetzt aus? Nein, dass die Frau mehr Gefühle hat. Ja. Ich bin sowieso der Meinung, dass die Frau mehr Weitsicht hat jetzt überhaupt. Sagen wir Männer arbeiten viel mit Ego. Mhm. Und das habe ich jetzt ein paar Mal erklärt. Deswegen, ich schaue mir das nicht zu sagen. Ich schätze, die Frauen sollten viel mehr. Aber das kommt noch an die andere Frage, was ich sage. Was ich dich wollte auch fragen, in deinem Beruf, du warst ja, was bedeutet für dich Tourist? Tourist ist für mich jemand, der in ein anderes Umfeld kommt und das, sein wahrnimmt. Ich kann eine Touristin für das sein, ich kann eine Touristin Meran sein. Und für mich ist wichtig, dass ein Tourist offen durchs Leben geht, die Dinge aufnimmt, die positiven und auch die negativen, die es einem durchaus sein und sein können. Und vor allem wertschätzend ist auch dem Gebiet gegenüber oder in die Destination, der kommt. Deswegen, weil ich dich gefragt habe, Tourist, weil du bist ja Fachfrau in dem Sektor und du hast mit vielen Leuten zu tun gehabt, hast noch Journalisten und du kennst dich voll gut aus. Dann habe ich jetzt eine Frage, was mir eigentlich ein bisschen zu denken macht. Wir haben auch so Zimmervermietung und es kommen viele Gäste. Und glaubst du, wir können Orte entdecken, was nicht in die Social Medias drin sind und Instagram? Weil bei uns kommen Gäste zum Beispiel, die sagen, Vilnesser Kirchl, Seceda und Ding. Und das macht mir wenig zu denken, weil ich bin zum Beispiel gestern Radlsee auch gegangen und bin in einen Ort hineingekommen, was ich nie gesehen habe. Glaubst du, dass man das in Zukunft mit den Social Media hinkriegen, dass es nicht mehr so ist? Ich denke, das ist ja die Herausforderung für die nächsten Jahre. Ja. Und es hat sich ja in den letzten 10 Jahren in die Richtung entwickelt. Ich kann mich erinnern, wenn ich damals noch in der SMG war, nachher hat es geheißen, wir müssen so wie in der Hotellerie einfach die 10 Highlights von Südtirol aussuchen und die propagieren dann auch. Und so sind ja die Werbekampagnen entstanden, weil man gesagt hat, man kann nicht alles propagieren, sondern man braucht einfach Zugpferde.
Und ich denke, wir sehen es ja aufgrund von Bettenstopp und so weiter, dass der Tourismus sich in eine Richtung entwickelt hat, wo man einfach sich auf spezielle Orte so fokussiert, dass sie eben überrennt sind und wir so viele schöne Plätze haben, eben, wo man auch schauen kann und wie das Meisener Bankl, die es durchaus zu erschließen gilt. Und gerade die Zeit, was wir jetzt die letzten Jahre was wir verbracht haben, glaube ich, sind wir alle auf der Suche nach Plätzen. Entdeckungen. Ja, Entdeckungen und Plätzen, auch vielleicht in sogar drinnen, ja. wo man, die eben nicht mehr so populär sein und nicht mehr so überrennt sein. Und ich denke schon, dass die Leute ein bisschen noch weniger ist mehr gehen. Ja, das ist, ich glaube auch, das ist die Zukunft, das ist der Luxus. Deswegen hat ja Urlaub auf dem Bauernhof so große Erfolge. Ja. Ja, jetzt kommt. Nachdem, dass ich mein Berufsbild geändert habe und ein Motion Designer bin, kommen jetzt die zwei Fragen wieder, die zwei Wörter zu Emotionen. Und heute habe ich für dich ausgesucht Ehe und Freundschaft. Aha. Was bedeutet das? Man kann die Worte sogar miteinander verbinden. Ich glaube, mein wirklich tiefster Freund ist mein Mann. Und, ist das nicht nett? Das ist voll nett. Ich kenne ihren Mann und wir sind mit zusammen aufgewachsen. Wenn wir ins Treffen reden, wenn es halt ein Witz. Aber das ist voll nett. Das merkt es eigentlich das. Freundschaft ist oft in der Ehe sehr wichtig. Ja, nein, das ist sehr wichtig. Und ja, wir feiern ja nächste Woche die 20-jährige Jubiläum. Und ja, vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Wenn ich geheiratet habe, nachher hat eine Tante von mir, ja, eine Milländerin, beim Gratulieren ist sie zu mir gekommen und hat mir gratuliert und hat gesagt, vergiss nie eins im Leben, geht nie schlafen im Zorn, redet sein allem aus und wenn man das Licht ausschaltet, dann soll alles bereinigt sein und nichts mehr im Raum stehen. Und das ist schon etwas, was, so, was ich mir mitgenommen habe und was ich auch mein Mann mitgenommen hat. Und ja, wir versuchen das eigentlich allem so zu leben. Und wenn, was ist das Wort Alm auf Nacht, wenn man nicht im Zorn, dann sagt man, Schatz, ich hätte dich gern. Ja. Alles muss ich nicht wissen. Ja, Angelika, schön. Jetzt kommt es zu deiner Erlebnisgeschichte. Das ist ja meine, sind die Stories from the Meisner Bankl. Und wie gesagt, ich möchte die Leute alle motivieren. Alle schöne Geschichten, positiv, kann, was du magst. Ich bin ganz neugierig. Ich muss sagen, für mich war es definitiv schwierig, eine Geschichte auszusuchen. Ah. Und ich habe zu meinen Kindern gesagt und auch zu meinem Mann gesagt, du, was soll ich erzählen? Es gibt ja eigentlich so viele, ja, Erlebnisgeschichten. Ja. Oh, Entschuldigung. Bin kein Problem. Ja. Das ist, wenn das man ist eine gefragte Frau ist, dann leitet halt oft einmal das Handy. Ach Gott. So, jetzt wohl. Entschuldigung. Ja, ich habe mir definitiv hart getan, eben die Erlebnisgeschichte auszusuchen. Ich habe mich mit meinen Kindern und mit dem Mann auseinandergesetzt und gesagt, was soll ich erzählen? Ich habe so viel erlebt. Ich habe eben so oft die andere Sachen gemacht, weil ich eben so vielseitig interessiert bin. Und ja, ich habe eine Weltreise gemacht, also einen guten Job hingeschmissen für selber, weil ich einfach die Welt sehen wollte. Und ja, es gibt schon vieles. Schon leider mal, dass du mit deinen Familienangehörigen zusammengesessen bist und sagst, was soll ich erzählen, ist schon eine Geschichte. Ist schon interessant. Ich hätte mal gewusst, dass das so bärig ist. Nein, das ist für mich wichtig, weil ich habe ja ohne zu erzählen. Ja. Und ja, deswegen. Ja. Ja. Und dann kommen wir wieder auf die Worte Ehe und Freundschaft. Nein, ohne Spezielle möchte ich erzählen. Und effektiv, vor ich geheiratet habe, oder mir geheiratet habe, hat mein Mann gesagt, er möchte gerne einen Fallschirmsprung machen. Das wäre sein großer Wunsch. Und er hat seinem kurz vorher Geburtstag gehabt und dann habe ich gedacht, okay, dann schenke ich ihm den Fallschirmsprung von 4000 Meter in Österreich draußen. Und dann fahren wir raus. Und, und dann habe ich das gezahlt und dann habe ich gesagt, ja, aber ich fliege mit Aui und schaue gerade, wie er reinhupft. Und dann sagt sie zu mir, ja, sie werden wohl mithupfen, wenn sie schon mit Aui fahren. Ja, ja. Dann habe ich gesagt, eigentlich ist es wahr. Und dann bin ich mit Aui und bin gehupft und es war ein tolles Erlebnis. Und was ich damit sagen will, ist, ich denke, wir kriegen so viele Chancen im Leben. Und es gilt oft darum,
ja, den Mut zu haben und die Begeisterung zu haben, den, wie der Italiener so schön sagt, cogliere l'attimo fuggente, und zu sagen, ja, das tue ich jetzt. Weil ja, viele Dinge taten jetzt durch die Lappen gehen, wenn wir das nicht so umsetzt hatten. Und für das bin ich dankbar, weil ich einfach die Gabe habe und die, soll ich sagen, die Fähigkeit habe, einfach zu Dingen ja zu sagen und zu sagen, ich stürze mich jetzt da einfach ein und schaue mir das an. So wie genau du, so in deinem Gespräch. Ja. Aber das ist es. Das ist es. Man soll nicht die Zeit verschwenden, soll das tun, was man. Das ist das, was ich allem sage. Verschwendet denke Zeit nicht. Lebt voll durch. Der Matt hat es einem gesagt, nicht mit Alkohol, aber voll durchleben, emotional, weil leider das erlebt man und das bleibt man. Eben, und warum ich ja hauptsächlich auch gekommen bin und warum ich das Format begeistert hat, ist, ich glaube, ich kenne wenige Menschen, die so sind wie du, der so nach dem Motto lebt, der Weg ist das Ziel. Viele von ihnen haben ein Ziel vor Augen und arbeiten da knallhart in die Richtung. Aber du bist halt Mann, du hast auch viele Dinge in deinem Leben getan und hast allem gesagt, der Weg ist das Ziel. Und manchmal muss man halt, geht man weiter und manchmal muss man zurückrudern, weil halt die Umstände so sein oder die Rahmenbedingungen. Und deswegen, ja. Jetzt bin ich ganz rot. Sieht man das? Hat sie mich voll getroffen. Aber das ist auch bärig, weil das Emotionale kommt oft raus. Und das ist nett von dir. Schöne Geschichte. Der Fallschirm ist aber auch gegangen. Ja, natürlich, sonst sitzen die wahrscheinlich nicht da. Blöde Frage. Aber weißt du, wieso ich dich gefragt habe, Männer, Komplimente, Frauen? Kommt jetzt die Frage. Es war höchste Zeit, dass Brixner mal eine Frau als Bürgermeisterin hat. Jetzt heißt es, die Angelika Meyer Fischneller wird Bürgermeisterin von Brixen. Was war das Erste, was sie ändern oder was sie machen darf? Das ist ganz eine schwierige Frage. Es kommen oft leicht schwierige Fragen. Ja. Aber das gefällt mir, wenn es so Pausen sind. Ja, ich darf eine Klammer rausziehen. Man hat mich effektiv schon einmal gefragt, oh, von irgendeiner Partei, ob ich mich als Bürgermeisterkandidatin aufstellen lasse. Und nein. Aber in meinem Lebensweg, das soll in eine andere Richtung gehen. Und damit bin ich mit meiner Entscheidung sehr glücklich. Aber was ich als Erstes dient hat, ich darf wahrscheinlich wirklich versuchen, die Jugend ein bisschen mehr aufzufangen. Echt? Das, was ich tat. Das ist ein Thema. Und, ja, und nachdem ich ja Touristikerin bin, allem noch ganz drinnen, darf ich vielleicht die Veranstaltungen ein bisschen reduzieren. Für mich hat es jetzt eine Ausnahme genommen, was einfach ein bisschen grenzwertig ist. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht jeder gern hören aus der Wirtschaft oder Hotellerie, aber der Meinung bin ich, und ich habe vorhin gesagt, ich bin nicht allem ganz diplomatisch, aber ich glaube, ich gehe ein bisschen in die Richtung. Da kann ich dir vollkommen recht geben. Ich bin ein Eventmanager, habe viele Events organisiert. Ich fühle mich momentan nicht wohl in dem, wie du sagst, weil es muss jetzt nach 2 Jahren Rambazamba alles passieren. Und es war oft gescheiter, wenn man anderweitig denkt hat. Neu. So mal, wie du gesagt hast, ich bin vielleicht auch nicht diplomatisch, aber das ist genau das Richtige, was ich mir auch gedacht habe. Das ist nicht eine Kritik, aber es ist so. Angelika, zu den letzten 2 Fragen. Ein Traum von dir? Ein Traum von mir. Ein Traum von mir ist, was du möchtest, ja, ein Traum von mir ist eine Almhütte in einem stillen Platz laufen, der nicht zu weit entfernt ist, wo ich einmal fahren kann und kann ein Buch lesen und kann einfach ganz bei mir sein und wo ich viele Freunde einladen kann. Weil ich bin eine, die extrem gern kocht. Und wenn ich sierig bin, dann tue ich nichts anderes, wie 10 Leute einladen, dann koche ich und danach bin ich der feinste Mensch. Schön. Und ja, das ist etwas, was so mein Traum ist. Und ja, den möchte ich mir die nächsten 6 Jahre schon umsetzen. Aber wie gesagt, wir wissen alle, dass der Immobilienmarkt und alles ist nicht so einfach. Aber irgendwann wird auch das kommen. Das, ja, passt. Wenn man sich das wünscht und wenn man das schon einmal als Traum hat, nachher passiert es früher oder später. Das ist, so ist es bei mir auch gegangen und deswegen ist das wieder ein Beweis, dass man sich soll die Sachen wünschen und Träume haben. Und ja,
Ich gebe dir jetzt wieder die Bühne frei, wie in jedem, einen schönen Tipp für unsere Zuschauer, damit das Wochenende wieder für sie schön wird. Weil mit uns am Eisenbankl wird es allem schön da, weil die netten, sympathischen, speziellen Gäste allem einen super Tipp haben. Bitte schön, Angelika. Mein Tipp für heute ist, oder für Enke ist, seid mutig, trefft Entscheidungen. Stehen zu bleiben im Leben kostet viel zu viel Energie. Und in Situationen zu bleiben, die eng Energie kosten, ist auch nicht das Wahre. Insofern wirklich, seid mutig, trefft Entscheidungen und versucht eure Träume zu realisieren. Vielleicht seien sie nicht allem so, wie ihr sie im ersten Moment vorstellt. Vielleicht seien sie dann anders. Aber das Leben ändert sich und ich denke, so ist es noch eine einzige Bereicherung. Mega schön. Das Meißner Bank hat volle Energie und das komme ich jedes Mal drauf da und ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Angelika ist, wie gesagt, heute wieder mein Hero of the Day. Danke. Hey. Ich hoffe, dass du das so umlegst. Danke. Vom Meißner Bank. Und ich sage gleich noch einmal tausend Dank, dass du da gekommen bist. Bei den schönen Plauden, weiß nicht mehr, wie ich sagen soll, verlauter, dass es da schön ist. Und ich wünsche dir das Allerbeste, was es im Leben gibt. Sagst deinem Mann einen schönen Gruß. Wir haben allem mal Spaß mit Nossi gehabt. Und ja, das nächste Geschichte wird wieder interessant werden und wieder nett. Da beim Meißner Bankl, deswegen never give up. Seid froh, glücklich mit euch selber. Und ich grüße euch, wir grüßen euch. Vielen Dank, macht's gut, schönes Wochenende. Danke, vielen Dank. Danke, Claudio.